True Crime aus NRW und heute aus Düsseldorf und genauer gesagt Mörsenbruch. Hier wurde nämlich 1984 die Sparkassenfiliale von zwei Männern ausgeraubt und sie haben sogar eine Geisel genommen, und zwar diesen Mann hier. Das ist Werner S., er ist zu dem Zeitpunkt 61 Jahre alt und der Filialleiter der Sparkasse. Werner S. war für insgesamt 34 Stunden die Geisel der beiden Männer, bis die Polizei ihn endlich befreien konnte. Und innerhalb dieser 34 Stunden soll das qualvollste die Nacht gewesen sein, denn da hat einer der beiden Täter das hier mit ihm gemacht. Fertigte eine Schlinge an, deren Ende am Abzugbügel des Schrottgewehrs befestigt war, und während die Schlinge mir um den Hals gelegt wurde, sodass also der Gewehrlauf in meinen Rücken oder Nacken zeigte. Und jetzt kommt etwas, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Denn einer der beiden Täter sagte in einem Interview später, dass sie die Geisel ja gut behandelt hätten.